Die Via Reformata lädt ein, Köln ganz neu auf den Spuren der Reformation zu entdecken. Das Kölner Augustinerkloster lag im Mittelalter nur wenige Häuserblöcke von der Antoniterkirche entfernt und ist die sechste Station der Via Reformata. An dem Ort, an dem heute unter anderem ein Hotel, ein Supermarkt und ein Parkhaus stehen, lebt im 16. Jahrhundert ein Augustiner-Eremitenorden. Dieser hielt alle drei Jahre ein Generalkapitel ab. Um an einer solchen Versammlung teilzunehmen, reiste im Jahr 1512 der Augustinermönch Martin Luther nach Köln. Die vom 8. bis zum 12. Mai stattfindende Zusammenkunft sollte die Kölner Augustiner-Eremiten stärken, die sie im Jahr 1509 dieser strengen Richtung ihres Ordens angeschlossen hatten. Über den Verlauf und Inhalt der Beratung des Generalkapitels in Köln ist leider nichts mehr bekannt. Doch wurde Köln so zu einer Lutherstadt, auch wenn Martin Luther zu dieser Zeit noch nicht als Reformator in Erscheinung getreten war. Für die Anfänge der reformatorischen Bewegung in Köln spielte der Augustiner-Eremitenorden eine wichtige Rolle. Mehr hierzu auch auf www.via-reformata.de.